Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Fallout 4. Are you ready to be a woman? No! Ja, heute werden wir einen Netrunner ausfindig machen, den kaputt machen und ins Institut gelangen. So ist der Plan. Falls ihr fragt, wo ich gerade bin, ich habe den Yachthafen ein bisschen ausgebaut im letzten Port. Die Powerrüstung hier habe ich im Leuchtenden Meer gefunden. Die habe ich auch im letzten Port gesehen, bin dran vorbeigegangen, aber dachte mir dann so, genau hier bei der Höhle war das gewesen. Aber dachte mir dann so, ne, ich gehe lieber erstmal zurück hier und dann, weil ich habe jetzt schon eine Powerrüstung angehabt. Da habe ich die Powerrüstung gerade abgestellt und dann bin ich jetzt zurück, bin wieder in meine reingeschlüpft. Beziehungsweise in die Raider-Power-Rüstung, in die neue. Joa. Hier schlafe ich, hänge noch ein paar kleine Trophäen an der Wand. So ein Hundekopf ist ja immer was Schönes, damit ich auch nachts gut schlafen kann. So sieht das halt bei mir aus, genau. Ach, das schwebt ein bisschen, ist mir gar nicht aufgefallen, wo ich das gebaut habe. Ach nee. Aber egal, ich konnte mit Klott, das sieht, schön aus, ich werde es überleben. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Das ist immer so die Hauptsache. Genau, drüben ist der Fusions-, der große Reaktor, der alles mit Strom versorgt. Strom ist ja wichtig, Strom ist das A und O. Jo, und jetzt töten wir uns den Netrunner. Gelangen somit ins Institut. Ich lispel ein bisschen. Test, Test. Ja, ich glaube, es geht wieder. Das sieht interessant aus. Sehen Sie. Bier der Güstenwache. Sieht nach Zumutantenlager aus. Ah, ich sehe schon Zumutantenhund. Okay. Oben, ja, ja. Nicht einfach, nicht einfach. Das war knapp. Okay, was heißt knapp? Ich habe was eingesteckt, aber egal. Wie sieht es denn mit meiner Powerrüstung aus? Ist hier echt noch ein guter Schuss, oder? Weil ich habe die beim letzten Mal repariert und jetzt, ja, den Arm ein bisschen, weil ich Waffe draußen hatte, aber an sich, der Top-Zustand. Jetzt Nahkampf, komm her. Bam. Komm her, du, komm her, du. Bam. Warum kämpfen immer diese Mutanten? Ich könnte genauso gut diese Gegenfrage stellen. Pam. Ich will gleich alles stören. Okay, wir gucken mal. Eddie Winter, aha. Und die werde ich mich vielleicht auch noch mal kümmern in irgendeinem Video. Ich werde mal Nick Valentine drauf ansprechen. Tür ist offen, aber welche? Ja. Cool. Mit Waffen, die ein Ziel finden haben. Ja, warum nicht? Ich darf nicht so viele Nippels mitnehmen. Geschafft.
dann komm doch, komm und hol mich. Nach da oben auf die Dash. Bleib liegen. Sumutant wäre auch erledigt, wunderbar. Ja toll, da geht's einfach nur raus und das soll hier so groß verschlossen sein, na klar. Ja. Kein Antibiotika, schade. Bei Antibiotika brauche ich auf jeden Fall. Bei Otis Antibiotika fühle ich mich halt geschwächt. Gegner machen mehr Schaden gegen mich. Das ist schlecht. Nuka Cherry nehme ich doch gerne. Kapitänsmütze nehme ich auch gerne. Ja, die haben sich ja richtig gemütlich eingerichtet, ne? Schade, dass ich hier keine Werkbank habe. Oh, hallöchen. Nicht, dass hier auch noch eine Post rumsteht. Bei Faustregel ist immer, da wo ein Vertibird ist, ist auch eine Powerrüstung nicht weit. Cool, ich trage zwar gerade eine, aber egal, man kann die Dinger ja immerhin noch gerne sammeln. Ja, für einen Augenbotter brauche ich ja jetzt nicht, also... Powerrüstung, wo bist du? Alles relativ verstrahlt, aber egal. Bam, weg mit euch. Bam. Da haben die sich hier das einfach gemütlich gemacht, ne? So, wir müssen da lang. Wo bin ich eigentlich gerade? Ah, hier. Ja, dann markiere ich mir nochmal gleich hier die Brücke. Geht nicht so einfach. Okay, gut, ich werde es schon finden. Ich werde schon irgendwie hinkommen. Ach, hier war ich doch im letzten, vorletzten Part. Kommt hin, im vorletzten Part war ich hier. Was ist eigentlich das da drüben, wenn ich da jetzt hinlaufe? Ach ja, das ist das mit dieser Raider-Dings, ja, ja. Stimmt, stimmt. Da werden Erinnerungen wach, doch, doch. So, wo ist der Wanner? Oh, warte mal, wir haben was gefunden. Was ist das? Was ist das? Warte mal, wenn ich hier schon mal hier bin, gab es nicht in der Nähe noch irgendwie... Ja, dann bin ich falsch. Aber wenn ich schon mal da oben bin, kann ich auch gleichzeitig noch den Krater hier abgrasen. Wenn mich nicht alles hörst, ist da drin auch noch übelst gute Beute. Und die Beute will ich haben. Das versteht sich ja von selbst. Ich bin nicht da. Ach ja, vor dem Krieg waren alles schön. Jetzt aber auch noch alles schön, ne? Das ist ja nicht.
fraglich, ob ich gerne in so einer postapokalyptischen Welt leben wollen würde. Ich meine, hier im Spiel ist es geil und so, aber im Real Life wäre es bestimmt total kacke. Oh, Munition, her damit. Warum komme ich da drüben jetzt nicht hin? Was will ich nachgucken? Haha! Geld. Da ist wohl nichts da hoch. Ah, hier, guck mal hier. Keine Medikamente. Ach, Mist. Egal. Oh, Hallöchen. Huh. Ach, die Pausen sieht immer noch mega aus. Ich glaube, die Lackierung lasse ich sogar so, weil die sieht ja mega cool aus. Oh. Findet ihr sie auch cool, ja? Ja, die Typen finden meine Power-Rüstung auch cool. Aber die teile ich nicht, die behalte ich schön. So, wir können mal ein bisschen snipern. Gibt es irgendwo ein paar Gegner auf dem Schiff? Da ist eine Truhe, kann ich aber nicht markieren. Wir sind ja nicht in Borderlands. Oh, Hallöchen. Gute Nacht. Na komm, das zählt trotzdem noch. Na komm, wer will noch kloppen, wer will noch kommen? Oh nö, das wüsste ich aber. Ich muss erstmal das Radio finden ausgeschalten, sonst kriege ich hier Ärger. Das will ich natürlich nicht. Festnageln, ja. Du denkst nur an das eine. Gefühle sind dir völlig fremd, wa? Hey, du bist ohne Blechbüchse, was willst du denn von mir? Ich hau die Power-Rüstungsteile kaputt, weil dann kann ich die nämlich noch mitnehmen. Fand die nennt mich Blechbüchse, trägt aber selber auch eine Power-Rüstung. Weil ich's kann. Da drüben. Hallöchen. Gib mal her. Muni ist immer gut, vor allem wenn es 45er Muni ist, so meine Rachel. Dann ist eh alles gut. Wie schön. Das sage ich auch immer gerne. Hey, du da. Bleib liegen. Und weh, du stehst nochmal auf. Droge, nicht gut. Du nicht daneben, Droge, nicht gut. Vor allem hier mitten auf dem Schiff in der Pausnummer laufen, die hat ja auch den Arsch offen, weil, wenn die ins Wasser fällt, die kommt ja nie wieder hoch. So. Ja, stimmt, müssen wir gleich das Signalding anmachen, ne, mit dem Radio. Ich glaube, da gehe ich vor zum Krater. Und dann gehe ich da rein. So ist der Plan. So ist der Plan.
Ja, warum die hier so viel radioaktiven Müll gelagert haben, ist mir wirklich ein Rätsel. So, da drüben, wir gehen erstmal zum Krater, so wäre der Plan gewesen. Bevor ich das wieder unnötig aufschiebe. Aber doch, zum Krater gehe ich doch gerne mal hin. Da gibt es gutes Zeug, was ich gut gebrauchen kann. Hier gibt es auch Minen. Irgendwelche Raider, die Klöppe wollen, gibt es auch noch. So. Irgendwo hier muss der. Da drüben ist der Krater, sehr gut. Hier gab es mal mehr Ghule. Was hat der mit dem Skelett dort gemacht? Oh, hier gibt es aber auch einen legendären, sehr gut. Töt mir ein bisschen. Kommt her, kommt her, hier. Erhöht Schaden für jeden weiteren Treffer am gleichen Ziel. Das ist doch geil. Man kann ziemlich schnell zustechen. Behalte ich. Bleib liegen, Lusche. Ballert irgendjemand. Ach gut, ich höre noch einen Helikopter, dann passt das ja. Stehende Bruderschaft, alles gut. Alter, da oben geht ja die Party ab, da muss ich hin. Alter, das ist ja eine Mega-Party, da muss ich unbedingt hin, ey. Ja, gib mal her, gib mal her, gib mal her, gib mal her. Granaten nehme ich auch gerne mit. Geht ja mächtig die Party ab, Alter. Oh. Stirb, Lusche. Ach, Mann. Du lebst noch, Mann, oh Mann. Also quasi Rust Devil, Gunner plus noch die Stirne Bruderschaft. Das ist ja eine tolle Party. Den treffe ich. Sag dich doch. Ach, da kommt schon die stehende Bruderschaft. Da kommt die Verstärkung. Hey Leute, ich habe schon alles getötet. Hier gibt es nichts mehr für euch. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich wollte zum Institut gehen. Frage ist, wo war es nochmal gewesen, das Institut? Wir haben hier eine Radiofrequenz. Wandersignal, ja. Ich reiß dir deine verdammte Kehle raus! Versuch's doch. Ich werde dich finden. Oh. Na gut, muss ich in den Nahkampf gehen. Komm her. Mal gucken, was du droppst. Nee. Nicht gut. Nee, nee. Nicht gut.
Ah, wir kommen immer näher, wir kommen immer näher. 91, 91. 90. Wahrscheinlich hier drinnen. Geh mal rein. Sehr gut. Das ist gut. Na, wo sind's denn? Aha, weiß ich Bescheid. Ja, die haben Raketenwerfer, ich hör's. Alle. Bam. Technische Dokumente nehmen keinen Platz weg, also immer her damit. Cocktail, sehr gut. Oh, Barrett, Sonnenbrille, gib her. Bist du mal einen Moment lang nicht bei der Sache und dann... Der Baller ist jetzt im zweiten Stock. Zweiter Eindringling im Ostflügel beim Hof gesichtet. Das bin ich. Cool. Wir sind eh gerade ein bisschen hungrig, wir können eh was zum Beißen vertragen. Fülle ich wieder mit Wasser, genau. Na? Ach, was gerade austreten, ja. Aber die haben es richtig gemacht, pass auf, das ist ja eine Damentoilette und da kam eine Frau raus, also passt. Ich vorhin noch ein paar Mentats geschmissen, genau. Ja, warum spülen die immer das Krieg, das Vorkriegsgeld die Toilette runter? Ich verstehe es nicht ganz. Weil das, ich bin nur dabei, das passiert mir gerade nicht zum ersten Mal, dass ich hier Skelett sehe, was hier versucht, Geld runter zu spülen. Ist das vielleicht gestohlen oder... Was machen die hier? Hier sind Kinderspielzeug, Bauklötze und ein Telefon. Was zur Hölle? Blockiert. Oh, warte mal. Ich. Noch einer, okay. Erwischt. Bleib liegen. Ich, ja, hat's schon richtig gehört. Bleib liegen. Häuser und Gänge verbarrikadieren, falls noch nicht geschehen. Oh, Dokumente her damit.
Oh, warte, hier wird noch geballert. Moment. Da sind doch Leute fleißig noch dabei. Kannst du mal richtig krachen. Ah, hier, da haben wir den Übeltäter. Bleib liegen. Fuck, fuck, fuck. In die Klöten. Bleib liegen. Das sieht alles sehr kaputt aus. Cocktail. Kontakt zu Sektor 2-4 abgebrochen. Was ist das denn? Oh, lecker. Die haben sich hier ein paar Leute gemütlich gemacht. Und nochmal. Das wär's. Da war jemand fleißig. Aber gut, die waren zum Glück nicht scharf gemacht worden. Das wäre jetzt aber peinlich gewesen, ne? Wenn die Dinger jetzt nicht scharf gewesen wären. Ja. Sehr fleißig. Oh, technische Dokumente her damit. Ich höre Schritte. Bleib liegen. Oh, jetzt Nahkampf. Ja, genau. Bleib liegen. Du, der Witz noch. Okay, komm her. Bleib liegen. Aha. Sehr gut. Verdammt, hier war ich doch schon. Ach, Jingles der Mond dafür. Sympathisch. Nee, scheint so, als wäre ich hier noch nicht gewesen. Ich glaube, ich bin hier gut richtig. Ich glaube, ich bin hier sehr richtig. Genau, zirkus werden. Passt. Ja gut, das ist nur noch eine Kleinigkeit. Vielleicht geht's dann wieder. So, ja, ich muss mich leider vom Ventilator trennen. Das Spitzgott ist auch ziemlich schwer. Ich lasse mal die Seife fallen. Es geht ab. Jo.
Nochmal nehmen muss man aber nicht. Zeig dich, ich hab dich genau gesehen. Wir können das Spielchen auch so gerne machen. Tja, große Frage, was hat er denn umgebracht? Mein Schuss oder die Granate? Warte, was ist das? Ja. Der Runner jagt das Mädchen. Alle sofort nach ganz oben. Das ist ein Befehl. In da. Falle. Oh, scheiße. Vor allem, ich sehe sie noch. Ich habe sie gesehen. Ich wollte es gerade greifen. Auf dem Dach. Okay, wir gucken uns hier nochmal kurz um. Ja, ab aufs Dach, ne? Hey. Sprengstoff, gib mal her. Ja, zu Sprengstoff sage ich doch nie nein. Cool. Und wieder überlastet, nein. Ja, schluck das. Sehr schön. Ich will den Kopf dieser Mistsau. Aua, 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 aua. Oh, technische Dokumente. Wir gehen mal hier durch. Was ist da? Komm schon, mach auf, komm schon. Na? Das wär's. Toll, aber keine Medikamente. Oh, Hallöchen! Genau, zeig mal. Los geht's. Bam, bleib liegen. Stimpak, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, war das die Institutpistole? Nein, das ist eine ganz normale, okay. Keule, du nährst. Hahaha. Und aufs Dach, da dürfte doch der Schlüpfer sein. Tea time. Thank you.
Meister. Okay, bin ich nicht. Na gut, sieht mir nicht aus, als ob der eine Power-Rüstung wäre. Oh, Fusionskerne für die Power-Rüstung. Gut, gehen wir da durch. Ach, Tür, ja, die kann man auch so knacken. Mist. Wie schön. Du kannst nicht rennen, du bist überlastet. Was haben wir denn raus? Wir haben noch eine Menge Schrott bestimmt nicht, oder? Hammer. Okay, und was ist mit Waffen? Haben wir da irgendwas, was wir raushauen können? Ja, wir haben einen Superhammer. 20, weg damit. Junge, hier ist Helmfried. Das ist die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Oh Gott, bitte nein! Bitte! Er sollte mir nur das Passwort nennen. Und? Wirst du kooperieren? Oh Gott! Oh raus Gott. Damit! Okay, okay. Ja, du bist wieder Terminator. Bist du wegen der Sünde hier? Deine Bestellung abholen. Zwei große Salate mit einer Kanzone. Der Name ist Fink. Wenn du nicht wegen der Sünde hier bist, dann bist du wegen mir hier. Was willst du? Ich brauche das, was in deinem Kopf ist. Das kannst du nicht haben. Unsichtbar, was? Ja, die Blitze sagen was anderes. Du bist in der Ecke. Das ist sehr gut, deswegen war ich hier. Oh Mann, wer beschwert sich denn hier gerade? Ach, du da. Verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber ich komme nicht raus. Nicht allein. Ich muss darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Wer bist du? Wir können gern reden, wenn du die Tür geöffnet hast. Ich laufe nicht weg. Die Wache hat das Passwort in einem Werkzeugkasten dort unter der Treppe versteckt. Damit hast du Zugang zum Terminal und kannst die Tür öffnen. Na klar. In dem Werkzeugkasten unter der Treppe. Im Werkzeugkasten unter der Treppe. Ach, hier. Warte, wollen wir mal. Tür öffnen, so. Hallo. Ich danke dir. Mir fehlen die Worte. Du weißt es vielleicht nicht. Ich bin ein Superheld. Das ist mein Beruf. Meine Institutsbezeichnung ist K198. Aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth, falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken. Aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt.
Aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst, nein, ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Hoffentlich. Ja, warum nicht? Man soll den Leuten ja immer helfen. Ah, leck mich fett. Muss das Terminal finden. Komm schon alleine klar. Du brauchst nicht hier zu bleiben. Nee, ich guck mich nur mal um. Gut, verschwinden durch den Aufzug. So. Die Fettme wäre ein bisschen zu viel des Guten. Die kann ich jetzt nicht mitnehmen. Komm schon, mach Jacke. Da siehst du, man muss den Leuten erstmal drohen. Lecker. Nee, die Quantum musste sein. Oh, wie sieht's mit Bedürfnissen aus? Ich glaube, ich bin kurz vor... Ach so. Ja. Ich bin total müde, bin überladen. Ja, warum nicht? Das sind so alles diese kleinen Wehwehchen, die jetzt passieren können. Nicht unbedingt sein müssen, aber können. Alter, guck dir mal Dämonie an, ey. Merkt euch mal, dass ich hier so viel Munition liegen habe. Raus hier. Ich dachte schon, es hört nie auf mit Laden. Oh, muss ich hin? Lass den Wonderchip analysieren, aber wo? Markierung entfernen. Also, ich kann das einmal bei der Railroad machen und... Die Railroad weiß einiges über Synth-Technologie. Ich sollte sie um Hilfe bitten. Ach so, deswegen. Okay. Ja, dann frage ich die Railroad. Kein Problem. Guck mal, ist gleich nebenan. Ist kein Problem. Was ist denn das für ein Gebäude? Nee, die sind nicht hinter mir her. Railroad, ich komme. Ihr wisst einiges über Synth-Technologie. Lasst uns doch miteinander reden. Schade. Obwohl, ist hier nicht in der Nähe sogar meine Wohnung? Hier könnte ich doch eine Runde pennen. Drüben wohne ich doch. Mensch, das ist eine gute Idee. Da kann ich noch eine Runde pennen, mein Zeug abliefern und mich hier heilen lassen.
Nee, nicht, dass dann die Blitze rauskommen. Nee, das wollen wir natürlich nicht. So, Autoschlüssel mitgenommen, jetzt lassen wir uns heilen. Pennt schon. Der alte pennt so schnell, aber ich habe Prioritäten, ich will geheilt werden. Da. Ich sollte mir das besser mal ansehen. Unterwegs wirst du... Bring mich wieder in... Was fühlt sich denn komisch? Klar. Wurde verprügelt. Hm, du siehst das. Na komm, mache. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Nein. Pass in Zukunft besser auf... Hey, hallo. Ich arbeite gerade an... Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Ich hoffe, sie hat ein paar Antibiotika dabei. Hat sie nicht. Was kannst du heute anbieten? Was hat die Alte dabei? Aber keine Hilfsmittel. Ach, Mist. Ja? Na gut, hätte es sein können. Essen, warte mal, gibt's noch warte mal, hier ist noch eine Bar. Warte mal, Essenstyp, hey. Alk und Fressalien, alles da. Klar. Ich schau's mir an. Beeil dich! Zeig mal, was zu ihnen ist. Lecker, lecker, das können wir alles essen. Schmutziges Wasser, ach, warum nicht? Gib mal her. Ja, ich bezahle mit ein paar Minen. Impulsminen, aber hier noch ein paar Splittergranaten. Sehr gut, dafür, also wir sind schon mal versorgt. Verhungern und verdursten werden wir nicht. Und wir sind wieder gesund. Keinerlei Krankheiten mehr. Na komm. Also genau, boah, das gucke ich mir nochmal an. Moment. Fusionsgeräte mitnehmen, das gucke ich mir nochmal an. Weil genau hier ist doch gerade was abgestürzt. Hier irgendwo. Das müsste der Bereich sein. Gut, dann halt nicht. Ja, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Meine Güte. Und rein da. Sie sind überlastet. Ja, ich hab's schon kapiert. Lecker. Die müssen wir vielleicht auch mal. Aber jetzt nicht. Ich habe Prioritäten, ich will ins Institut kommen. So, Bauchrüstung abstellen.
Das war ein toller Marsch. Das war ein toller Marsch. Oder ich lagere meine Fusionskette erstmal hier. Moment. Da brauche ich ja jetzt gerade nicht unbedingt. Auch Raketen, darum war ich auch so fett überlastet. Okay. Das erklärt einiges. Einiges. Legendäre Waffen packe ich oben den Safe rein. Medikamente, ich packe ich mal hier mit rein. Sehr gut, sehr gut. Alter, guck mal, wie viel Stimpix ich habe. Da kann ich doch 30 Stück hier lagern. Oder 24, mal gucken. Jetzt brauche ich nicht immer hier mit allem durch die Gegend hier laufen, was ich hier habe. Ist mit den. Bla 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 bla. Es geht doch, guck mal hier. Zack und zack und zack. So, ein paar Klamotten habe ich hier auch. Warte mal, was auf die Klamotten packe ich hier mit rein. Jo, Teile für eine Powerrüstung. Ach guck mal, die habe ich nicht ganz kaputt gemacht. Na egal. Eine Wanderuniform. Die sehen ziemlich cool aus, aber die kann man leider nicht weiter modifizieren. Obwohl die Teile wirklich mega cool sind. Ach komm, da packe ich mal vielleicht einen Aufsteller mit hier rein. Das wollte ich noch modifizieren. Kleidung. Da. Hier bin ich richtig. Die Wanderuniform. Wie bei sag ich, packe mir da vielleicht hier so einen Typen mit hin. Weil die sehen schon ziemlich cool aus, die Uniform. Stehe vielleicht hier mit hin. So. Kleidung. Sieht doch stark aus. Nee, nee, stimmt ja. Ich wollte ja hier diese eine Modifikation auf Rachel drauf machen, genau. Sieht doch nicht so aus, als ob ich hier irgendwas Brauchbares verlängerter Lauf ist auch vorhanden und so. Aber trotzdem, warum macht das Ding so viel Schaden? Irgendwas muss doch anders sein, weil das hier ist meins. Das hier ist das, was ich gerade gefunden habe. Da legt das vielleicht einen Effekt fort, ein zusätzliches Geschoss ab. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, dass es daran liegt.
Okay, dann packen wir dich mal mit hier rein. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns ins Institut machen. Bis dann würde ich sagen, passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.